Reich werden nicht diejenigen, die das Gold ausgraben, sondern diejenigen, die den Goldgräbern die Schaufeln verkaufen. In der Halbleiterindustrie gilt diese Weisheit für die Verkäufer moderner Produktionsanlagen, beispielsweise ASML, die ihre Maschinen an Halbleiterproduzenten wie Intel, Samsung oder Taiwan Semiconductor Industries verkaufen. Leider sind die Aktien dieser Schaufelverkäufer meist schon recht teuer, es sei denn, der Markt hat die herausragende Stellung eines solchen Unternehmens noch nicht erkannt bzw. noch nicht voll eingepreist. In diesem Video zeige ich dir eine Aktie in derselben Branche, also in der Halbleiterbranche, analog zu ASML, die aber deutlich günstiger bewertet ist als ASML und obendrein noch eine Dividende von sage und schreibe knapp 7% bezahlt. Auf geht's, mein Name ist Thorsten Thieck, es geht ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, profitiere von Kursgewinnen und steigenden Dividenden und keine Kauf- und Verkaufsempfehlung an der Stelle. Ich habe jetzt hier eine Watchlist gemacht, die heißt ad hoc und da habe ich die beiden Aktien drinnen. Du siehst einmal die ASML Holding, die kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Einer der bekannten Schaufelverkäufer, die die Produktionsanlagen herstellen für die Halbleiterfertigung. Und dann gibt es noch eine zweite, ebenfalls aus den Niederlanden und die heißen BE Semiconductor Industries. Und die sind in der gleichen Branche tätig wie ASML, also Hardware-Ausstatter, Ausrüster, Entwickler, sind deutlich kleiner. Die haben eine Marktkapitalisierung von 4,3 Milliarden Euro im Vergleich zu knapp 196 Milliarden Euro, aber haben hier dafür eine Dividende von sage und schreibe 6,7%. Und wenn ihr euch einfach mal hier ganz kurz so die Kennzahlen anschaut, dann seht ihr, dass wir hier bei der Stabilität des Gewinns beispielsweise auch Kennzahlen haben, die relativ gut ausfallen, also jährliche Zuwachs des Gewinns auf 10 Jahre bei 35% sogar, dann zurückgegangen in den letzten 5 Jahren noch 11% im Durchschnitt. Und hier seht ihr aber schon, dass das laufende Geschäftsjahr nicht einfach zu sein scheint, wenn sie noch die Bewertung niederschlagen, beziehungsweise im Aktienkurs, was vielleicht auch wieder eine Einstiegschance ist, weil der Aktienkurs sowohl bei ASML Holding als auch bei BE Semiconductors, kurz Codename BESI, welches in Zukunft verwenden, deutlich zugekommen ist vom All-Time-High. Es sieht auch hier beim Umsatz beispielsweise dann das entsprechende Wachstum, das ähnlich hoch ist wie bei ASML, nicht ganz so hoch, 16-12%. Und ihr seht aber hier dann die Bewertung, dass die deutlich günstiger ist als bei ASML Holding. KUV liegt bei 5, doppelt so hoch bei ASML Holding. Dann das KGV ist auch gut, halt doppelt so hoch, KCV ist ähnlich. Und bevor wir jetzt alle Kennzahlen durchgehen, würde ich einfach sagen, ich sage euch erstmal, was BESI eigentlich so macht. Und da werden wir, muss ich mal gucken, gehen wir mal hier an den Anfang, also das ist der Jahresbericht von BESI. Wenn ihr in der Halbleiterfertigung seid, dann gibt es das sogenannte Frontend. Da geht es um das Produzieren der Wafer bis hin zum Schneiden der Wafer. Wenn die Wafer geschnitten werden, dann kommen sogenannte Dice raus, also solche Würfelchen. Die Wafer werden in Würfelchen geschnitten. Und diese Dice, die sind am Anfang noch ungehäust. Es gibt hier irgendwo auch, hier wird es erklärt im Geschäftsbericht, also es gibt hier dieses Frontend. Das ist das, wo ASML in erster Linie tätig ist, Lithografietechnik beispielsweise. BESI ist hier tätig. Da putzen sozusagen schon diese Würfel raus, die rausgeschnitten worden sind, diese Dice, die noch ungehäust sind. Das heißt, die sind noch ungeschützt. Wenn man da drauf langen würde, mal ein bisschen draufdrücken, dann würden die kaputt gehen. Und sie sind noch nicht vertraut. Sie können nicht kommunizieren mit der Außenwelt, mit den anderen Komponenten eines Hardware-Systems, wie einem PC, Laptop, Smartphone etc. Das heißt, die müssen dann vielleicht noch auf eine Hauptplatine gebracht werden oder es gibt auch noch neuere Technologien. Und BESI ist in diesen neuen Technologien zu Hause. Die sind da, haben einen relativ starken Fuß in der Tür, so wie ASML auch im Frontend hat. Jetzt muss man aber den Markt auch schon mal ein bisschen einschätzen. Der Frontend-Markt, wo ASML zu Hause ist, ist 98 Milliarden Dollar schwer. Der Assembly-Teil, also wo man dann den ungehäusten Die quasi verpackt, der ist deutlich kleiner. Der ist 5,6 Milliarden groß
Und dann gibt es noch einen Testmarkt, da ist DSI auch nicht, BSI auch nicht zu Hause. Also wir sind ja in einem deutlich kleineren Markt zu Hause, was auch schon mal erklärt, warum die Marktkapitalisierung deutlich geringer ausfällt, also das Unternehmen weniger wert ist. Sie haben aber einen Fuß in der Tür, mehr als einen Fuß oder mehr als einen Zeh auf jeden Fall, schon beide Füße drinne. Denn ich habe hier im Jahresbericht auch, dann sehen wir nochmal, unterteilt diesen Assembly-Teil. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, das ist ein sehr interessanter Jahresbericht übrigens. Da sind Sie auch nur in einem Teil dieses Assembly-Marktes vertreten. Und zwar, das ist der gesamte 5,6 Milliarden und sind in einem Teilemarkt, nämlich hier Packaging in Die-Attach, sind 2,4 Milliarden. Und die machen bereits einen Umsatz von um die 750 Millionen. Wenn man jetzt 750 Millionen durch 2,4 Milliarden rechnet, dann kommt man auf einen Marktanteil von 31%. Das ist also schon ein sehr starker Marktanteil, sind also kein kleiner Spieler, BESI, in dieser Teilbranche, die aber sehr, sehr interessant ist. Die Kunden sind sie ähnlich auch wie in der Automobilindustrie dann. Natürlich sind das die Semi, also die Halbleiterhersteller, aber die bedienen dann ein ganz breites Spektrum vom mobilen Internet, Smartphones, Router und so weiter, über Computing, also die klassischen Laptop, PC, über Automotive, was ja immer mehr digitalisiert wird. Da gibt es keine großen Unterschiede. Gehen wir mal etwas zurück zur Aktie an sich, in die Fundamentalanalyse. Was zuerst mir ins Auge sprang, das war ja die exorbitant hohe Dividendenrendite von 6,7%. Im Vergleich dazu ASML Holding 1%, also ungefähr ein Siebtel davon. Gehen wir mal in den Dividendenturbo und schauen uns das Ganze an. Ist jetzt hier aber 3M. Wir müssen erstmal BESI auswählen. Und dann fällt uns was ins Auge. Uns fällt ins Auge, dass es schon zwei Gelegenheiten gab, bei denen die Dividendenrendite noch höher war. Die war teilweise lag sie bei 13%. Momentan besagte 6,7%, was auch schon deutlich über dem Schnitt des, über dem 5-Jahres-Schnitt liegt, der sogar noch hier diese hohen Dividenden mit einbezieht. Habe ich mal geschaut, was wäre denn gewesen in der Vergangenheit, wenn du hier während der Finanzkrise im September 20, nein, ist nicht Finanzkrise, wenn du hier im September 2015 gekauft hättest, was hättest du dann für eine Rendite gemacht bis heute und einmal im September 2018 die Aktie gekauft hättest, weil vielleicht würde ja der eine oder andere hingehen und sagen, okay, ich kaufe sie wieder, auch wenn die Dividendenrendite nicht so hoch ist. Gehen wir mal hier in die Bewertung rein, machen das Ganze logarithmisch. Und dann siehst du auch hier schon, warum sind die Dividendenrenditen also nicht so hoch angesprungen, weil der Aktienkurs jeweils runtergegangen ist. Hier haben wir dann den September, nehmen wir mal hier den Punkt, September 2015 bis heute hätte man dann eine Rendite bekommen, eine jährliche Rendite von 36%, also aus 1000 Euro wären dann 7.500 geworden, wenn man die angelegt hätte, 2015 Spätjahr. Dann haben wir nochmal 2018 gehabt, wo wir ungefähr das Gleiche haben. Also hier, da war die Dividendenrendite auch entsprechend hoch, nachdem die Aktie dann auch verloren hatte von 40 auf 120 Dollar. Und da haben wir dann auch eine ähnlich hohe jährliche Rendite von 33% im Durchschnitt. Und jetzt eben haben wir ja wieder eine Korrektur. Sieht man hier schön, wenn man linear sich die Anzeige machen lässt, ist die Aktie vom Hoch bei über 86 Dollar jetzt auf unter 50 Euro, auf unter 50 Euro gefallen. Wir sehen auch hier nochmal die Multiples, die ja relativ günstig sind. Wenn wir ASML uns dann, wenn wir das mal noch vergleichen, können wir später noch machen, sehen wir, dass da die Multiples zum Beispiel beim KGV mehr als doppelt so hoch sind. Habe ich auch schon kurz gezeigt bei den Kennzahlen. Jetzt würde ich nur sagen, also in der Vergangenheitscheck, da kann man mal einen Haken dran machen, ob das tatsächlich Einstiegschancen waren. Ja, es waren Einstiegschancen, obwohl die Dividende auch dann zwischenzeitlich gekürzt worden ist. Eine Rendite insgesamt, Dividende plus Kursgewinne von über 30% ist natürlich schon extrem gut über mehrere Jahre. Hier sehen wir nochmal im Qualitätscheck die Gewinnentwicklung und die Entwicklung der Dividenden inklusive Kürzungen auch auf einen Blick. Ähnlich wie ASML, die hatten ja auch Jahre gehabt, die nicht so gut liefen und dann lief es besser. So ähnlich ist es auch bei BESI. Sieht man, da gab es Jahre, die überhaupt nicht so gut liefen, mit Verluste gemacht worden und jetzt läuft es immer besser. Allerdings läuft es auch
volatil, besser, etwas volatiler als bei ASML, um die Dividendenpolitik von Besi, die geht wohl knallhart hin und sagt, gut, wenn es jetzt gerade mal nicht so gut läuft, hier haben wir jetzt noch einen freien Cashflow, dann kürzen wir eben halt auch die Dividende. Selbst dann, wenn wir uns noch eine Ausschüttung komplett leisten können, ohne Kürzung, beispielsweise hier im Jahr 2020, Dividende wäre gedeckt gewesen, aber man hat trotzdem gekürzt. Und wir sehen auch hier, wenn wir uns in die Bilanz, wenn wir die Bilanz anschauen, hier so die wesentlichen Sachen, dann sehen wir, oh, das nehmen wir mal weg, dass wir hier eine sehr schöne Bilanzstruktur haben. Die Hälfte sind liquide Mittel von der Vermögenswerte. Also das ist schon eine sehr gute Bilanzstruktur, auch für ein europäisches Unternehmen insbesondere. Und wir sehen hier auch dann den freien Cashflow, der momentan aber voll ausgeschöpft wird. Das hat freie Cashflow in Höhe von 269 Millionen, wird voll ausgeschöpft für die Dividenden, die auch 269 Millionen Euro betragen. Das ist also nichts über. Man könnte aber immer mal wieder ein bisschen, wenn wir jetzt ins Jahr 2020 gehen, wo die Dividende gekürzt wurde, da sehen wir, dass dann der freie Cashflow deutlich höher war und sogar hier im Jahr 2019 fast 1 zu 1. Man hätte das dann hier locker den Restbetrag quasi, will ich nur sagen, aus der Bilanz bezahlen können, hat man aber nicht gemacht. Das ist eine Ermessensentscheidung, ob einem das wichtig ist oder nicht. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, persönlich, dass die Dividende mal gekürzt werden kann, weil ich gucke halt auf die komplette Rendite, die ich bekomme, auf die Bewertung der Aktie und kann dann auch durchaus mal verschmerzen, wenn die Dividende ein bisschen nach unten geht. Man sieht ja hier in Summe, dass sie kräftig gestiegen ist. Wir haben auch hier die entsprechenden Kennzahlen da oben im jährlichen Mittel auf die letzten 5 Jahre betrachtet um über 40% gestiegen, die Dividende, trotz zwischenzeitlicher Kürzung. Insofern denke ich, könnte das schon ganz lecker sein. Vor allem, wenn man jetzt mal beispielsweise mal guckt, wie ASML im Vergleich dazu bewertet ist. Hier ist dann die ASML Holding und wenn wir uns jetzt hier die Entwicklung des KUVs anschauen, dann haben wir momentan bei ASML nach der Korrektur immer noch ein KUV von 10. Das heißt, bezahle 10 Dollar, bekomme 1 Dollar Umsatz. Und bei Besi sind es jetzt nicht 10, sondern um die 5 Euro. Also quasi halb so teuer. Wir hatten auch Zeiten gehabt, wo es fast mal gleich auf war, wo beide Unternehmen bzw. Aktien fast gleich bewertet waren. Jetzt haben wir wieder einen gewissen Abstand da. Also insofern denke ich, könnte das ganz lecker sein. Dann gehen wir mal jetzt mal auf die Bewertung. Und wir sehen hier die besagten KGVs. Wir können hier auch den bilanzierten nehmen, weil der bilanzierte und der bereinigte Gewinn macht keinen großen Unterschied an der Stelle. Und wenn wir jetzt den fairen Wert vom Standard her nehmen und ich würde den auch einfach lassen, weil es keine großen Abweichungen gibt, dann sieht man, dass die Aktie passierend, und da zoome ich jetzt mal ein bisschen näher rein, auch die Prognose des laufenden Geschäftsjahres fair bewertet ist. Wir haben einen Aktienkurs von 49,55 und wir haben einen fairen Wert von 49,96, also minimal unterbewertet. Was wir auch sehen, ist aber, dass die Geschäftsentwicklung erstmal einen Dämpfer erhält. Die Geschäftsentwicklung, also die Gewinnentwicklung, ist erstmal leicht rückläufig, bevor es dann wieder steigen soll. Das ist jetzt eine Aussage, die passt in das allgemeine Bild, was man hat oder was verlautbart wird in der Halbleiterbranche. Beispielsweise hat hier auch Samsung gesagt, dass wir jetzt ein hartes Ende, also ein zwar hartes, ja, ein hartes Ende, hartes letztes Quartal kriegen werden im Jahr 2022. Und auch Besi hat im Halbjahresreport, das ist keine Sorge, ich lese es nicht vor, habe mir das entsprechende rausgeschrieben, geht davon aus, dass sie jetzt ein zweites schwaches Halbjahr haben werden. Wir sind ja jetzt schon im vierten Quartal, bald angekommen. Das ist der Halbjahresbericht, der wurde im Juli veröffentlicht, wo man von um die 20% Umsatzrückgang ausgeht. Entsprechend ist es halt auch alles hier im Aktienfinder mitverarbeitet. 20% Umsatzrückgang nur im zweiten Halbjahr. Das erste Halbjahr lief noch besser, deshalb sieht es hier nicht so ganz dramatisch aus. Auch die Margen gehen erstmal ein bisschen nach unten. Man rechnet auch hier laut Analystenschätzung
mit erstmal einem, ja, auch Verhalten im nächsten Geschäftsjahr. Und deshalb, das spiegelt sich dann auch entsprechend wieder hier in der Gewinnentwicklung und in der Entwicklung des fairen Werts. Wenn wir jetzt aber mal gucken, was für eine Renditeerwartung wir hier haben, trotz erstmal der Konsolidierungsphase hier, dann wären wir hier im Jahr bei einer jährlichen Rendite von 10%, also 9,9%. Wenn wir hier die 16,3 annehmen als Ermittel für die Ermittlung des fairen Werts, dann können wir jetzt noch nach unten korrigieren, aber ich verzichte mal drauf. Ich halte es jetzt nicht für so krass überbewertet. Also die 16,3 halte ich für durchaus realistisch. Man sieht es auch hier anhand des Geschäftsverlaufs oder anhand der Korrelation zwischen dem Kursverlauf und dann dem fairen Wert, dass sich das widerspiegelt wird, beziehungsweise hier, dass wir eine ganz schöne Übertreibungsphase hatten, die jetzt korrigiert worden ist. In Summe denke ich tatsächlich, dass wir hier eine Aktie haben, beziehungsweise ein Unternehmen haben, das schon wirklich interessant ist, von dem die meisten sicherlich noch nicht gehört haben, dass man sich näher angucken kann, was auch für Dividendenfreunde interessant sein kann, wenn sie mal nicht unbedingt ausschließlich auf Dividendenaristokraten stehen, dann kommt BESA natürlich nicht in Frage. Jetzt aber Vorsicht, jetzt kommen wir noch zu den Risiken. Wir haben zum einen die saisonalen Risiken, die typisch sind für die Halbleiterbranche. Ich habe ja schon auch die 20% Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal angesprochen, also das von Q3 auf Q2, so nochmal ganz genau gesagt, das hat das Management von BESI gesagt. Es gibt aber noch ein anderes Risiko, das ist nicht zu unterschätzen und das steht auch im Geschäftsbericht hier drinnen, wenn man mal auf Seite 5 geht. Es steht gar nicht so explizit drin, wie ich es gerne gehabt hätte, aber man kann es wenigstens visualisieren. Und zwar ist BESI in den letzten Jahren hingegangen im Rahmen von einer Effizienzoptimierung, Kostenreduzierung, was auch geklappt hat. Wenn wir uns hier die Margen angucken, dann sehen wir ja, dass die Margen zwar mit gewissen Schwankungen unterlegt, aber sie sind gestiegen. Die Margen sind gestiegen und liegen momentan bei operativer Marge bei 42%, also schon ein sehr rentables Business. Möglich wurde das unter anderem dadurch, dass BESI hingegangen ist und die Produktionsstätten verlagert hat, und zwar nach Asien, wo die Kunden zu Hause sind. Und das haben sie schon über die letzten 2 Jahrzehnte gemacht. Also BESI ist schon länger am Markt. Das sieht man auch, dass Unternehmen wirklich langfristig denken und denken müssen. Und so eine Produktionsanlage geht halt auch nicht von heute auf morgen, dass die auf einen anderen Kontinent wandert. Die Politik ist leider oft nicht so langfristig denkend unterwegs, was wieder eine andere Geschichte ist, aber es ist einfach so. Und wir haben jetzt ja politische Spannungen zwischen dem Westen, in erster Linie den USA und den Autokratien, sage ich mal, Russland. Aber was hier eine Rolle spielt, ist China. Und wie ihr sehen könnt, gibt es relativ viele Punkte, also Produktionsanlagen auch in China, auch in Taiwan, die ebenfalls in die Spannung mit China in erster Linie hineingezogen worden sind. Und es gibt ja sehr viele Unsicherheiten. Das heißt, wir haben ja ein hohes politisches Risiko, dass wenn die Spannungen anhalten, dass dann BESI negativ davon betroffen ist. Entweder durch Produktionsausfälle, wir könnten auch die Lockdowns beispielsweise im Rahmen der No-Covid-Strategie eine Rolle spielen, durch Handelsbeschränkungen, Handelskonflikte, durch Sanktionen seitens der USA beispielsweise, wir erinnern uns, auf ASML ist ja auch Druck ausgeübt worden durch die USA, keine Cutting-Edge-Technologie für die Herstellung von Halbleitern mehr an China zu liefern. Genau das Gleiche kann natürlich bei BESI auch passieren, wenn sie dann ihre ganzen Produktionsanlagen in China haben und nicht nur ihre Kunden in China haben, erst sehr viel, sondern auch ihre Produktionsanlagen in China haben, dann sind sie natürlich der kommunistischen Partei ausgeliefert, wenn sie das sagen. Wir tun das machen, was die USA von uns verlangt gegen China und die haben ihre ganzen Produktionsanlagen in China. Ist natürlich doof. Also die sitzen da jetzt extrem zwischen den Stühlen. Es ist definitiv negativ zu sehen. Also die politische Unsicherheit ist da sehr hoch, der man sich da ausgeliefert hat.
Das muss man wissen und das kann durchaus auch einen Abschlag verdienen, wenn ihr dann eure Aktienbewertung macht, in der dynamischen Aktienbewertung. Ansonsten rein fundamental betrachtet, halte ich die Aktie schon für interessant. Ich bin nicht investiert, ich werde jetzt auch vorläufig nicht investieren. Ich wollte euch aber den Wert vorstellen, weil erstens ist es nett, wenn man von einer Aktie bzw. einem Unternehmen hört, von dem man vermutlich noch nie gehört hat. Und zweitens, und das haben wir ja auch bei Innovative Industrial Properties gemacht, ist es dann ganz toll, einfach nochmal tiefer zu graben und zu gucken, hey, wo ist denn da der Pferdefuß? Und der Pferdefuß bei BESI ist für mich nicht die Saisonalität, die typisch ist für die Halbleiterbranche, sondern hier tatsächlich, dass sich BESI leider zwischen die Stühle gesetzt hat, der USA und China, den politischen Konflikt und teilweise auch Taiwan. So, jetzt würde mich mal interessieren, nachdem ihr so weit zugeguckt habt, könnt ihr jetzt auch noch einen Kommentar abgeben. Wie hat euch das Video gefallen? Ist es interessant, solche Aktien euch vorzustellen? Was ist eure Meinung zu BESI? Ansonsten bleibt mir nur noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und auf gute Investments selbstverständlich. Ciao.